und meinte so, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, meinte ich zu dem dann so. Ich meinte, verpiss dich, lass mich in Ruhe, ich rufe gleich die Polizei. Aber es hat ihn gar nicht. Gana boy say he want marry me, oh. I hope say sabi kuku wache. Hope your love goes sweet past the shit, oh. Zurück zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habt ihr ja schon im Titel gelesen, dass es heute um eine Storytime geht. Ich habe mich entschieden, dieses Video zu machen, auch jetzt schon, weil gestern mir einfach mal dasselbe passiert ist, was mir schon mal passiert ist. Und deswegen dachte ich mir so, wird Zeit, mal die Story rauszuhauen. Wenn euch solche Storytimes gefallen, Leute, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren, für immer tolle Videos. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, aber nochmal kurz. Und zwar beim Karneval kamen ein paar Mädels, haben mich erkannt, auf der Straße, also beim Karneval, und kam dann zu mir, haben Hallo gesagt, haben sich voll gefreut. Ich will nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr zu mir gekommen seid und so, weil ich beiße nicht und ich freue mich immer wieder, euch auf der Straße zu sehen, also unterwegs halt so zu treffen, und ihr braucht wirklich keine Angst haben, können rüberkommen, man kann Hallo sagen, man kann Bilder machen, alles easy peasy. Das hat mich mega gefreut, wollte ich auch nochmal sagen, und ja, dann lasst uns mit der Story jetzt beginnen. Also Leute, so, ihr habt ja schon im Titel gelesen, es ging um jemanden, der mich verfolgt hat. Ich werde gleich beides erzählen, also einmal das, was mir gestern passiert. Ich war ja gestern auf dem Karneval und ich bin so gegen 10 Uhr nach Hause gefahren und war so um halb hier bei mir in der Bahn. Und es war halt so, ich bin halt gefahren, ich habe aber nebenbei Musik gehört oder ich hatte telefoniert, ich weiß gar nicht mehr. Und gegenüber von mir saß so ein Typ und der war schon so richtig komisch. Und der Typ war so ungefähr, ich würde sagen, Ende 40, nicht Ende 40, Ende 30 so, um die 38, 40, so in dem Dreh. Naja, jedenfalls sitzt er da gegenüber von mir und der hat schon die ganze Zeit so eklig geguckt so. Und normalerweise, wenn Leute so gucken, entweder gucke ich zurück und dann gucken die weg oder ich ignoriere es einfach so. Ich wusste, oh, meine Station ist gleich, also ich steige gleich aus und alles cool. Naja, jedenfalls, da war mir schon richtig suspekt, der Typ. Dann bin ich ausgestiegen und ich habe da schon geguckt, in welchen, also bei mir, wenn man aussteigt, gibt es zwei Ausgänge. Und da habe ich schon geguckt, zu welchem Ausgang er läuft. Aber er lief wohl wahrscheinlich auch zu meinem. Wo ich jetzt im Nachhinein denke, kann sein, dass er gar nicht mal dort lang wollte, aber okay, so. Dann bin ich nach oben und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also doch, ihr kennt das bestimmt, gerade unter uns Mädchen, weil wir, ganz ehrlich, wir müssen wirklich auf euch aufpassen. Irgendwann, also genau, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Irgendwann habe ich so ein ungutes Gefühl gehabt und ich drehe mich um und der Typ war hinter mir. Er lief hinter mir so vielleicht 2, 3 Meter. Und dann dachte ich mir, bevor er sieht, also ich habe schon langsam meinen Schlüssel rausgeholt gehabt, weil wenn irgendwas ist, bist du halt schneller, als wenn du noch in der Tasche rumkramen musst, wenn irgendwas ist. Auf jeden Fall ist er dann, genau, war er hinter mir und ich dachte mir so, ich möchte nicht, dass er sieht, wo ich einbiege. Also verlangsame ich meinen Schritt. Aber bewusst mit nach hinten gucken und bewusst halt einfach langsamer werden. Bin ich auch geworden und dann hat er mich überholt und ist dann halt über die Straße. Er war schon über die Straße, erst dann bin ich bei mir eingebogen so. Einmal er bleibt stehen und ruft mir so Sachen zu, aber es war auf eine Art, es ist was anderes, wenn euch Leute irgendwas zurufen, so, ey Girl, du bist voll nice oder irgendwas in dieser Art. Es war so, es war echt schlimm. Es war voll schlimm und in dem Moment war halt kaum jemand auf der Straße. Ich hatte noch nicht gesehen, dass da Leute waren. Ich habe es erst danach gemerkt, als ich weiter runter zu mir gelaufen bin, weil meine Schritte gingen. Also ich war schneller, ich hatte meinen Schlüssel schon bereit, weil bei mir hier unten, wir haben keine Klingel, sondern man muss immer einen Hausschlüssel haben. Ab 20 Uhr schließen die zu. Und der Typ rief dann halt irgendwelche Sachen und so. Und ich war mit meiner Mutter am Telefon und meinte so, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Meinte ich zu dem dann so. Ich meinte, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Ich rufe gleich die Polizei. Aber es hat ihn gar nicht aufgehalten und es war halt so, als würde er gleich rüberkommen wollen. Und Leute, wirklich, ich habe schon so Schiss bekommen. Weil wenn so einer kommt und er hat irgendwas, nicht nur, dass die Person dich einfach so palabert, zu palabert, sondern heutzutage muss man einfach aufpassen. Wie viele Leute sterben einfach, werden gekidnappt oder sonst irgendwas. Und ich war froh so ein bisschen, dass meine Mutter am Telefon war. Aber gleichzeitig war ich so, oh mein Gott, sie ist halt nur am Telefon, wenn was ist. Wenn irgendwas jetzt sofort passiert, kann mir keiner helfen. Sie ist am Telefon, sie würde es zwar mitkriegen und könnte sofort herfahren oder sonst irgendwas. Aber Dinge gehen ja so, wird nichts bringen. Jedenfalls habe ich mich voll beeilt und ich meinte halt mehrmals so, ich rufe die Polizei und habe mich beeilt und bin dann halt bei mir, weil es war zu, also musste ich erstmal schnell aufmachen und zumachen und ich habe aber halt immer nochmal geguckt. Danach war ich auch mega froh und ich war so mega erleichtert, aber krass, oder? Es war gerade mal, es war 22:30 oder sowas, bin ich nach Hause gekommen. Es war jetzt nicht so, als wäre ich um 1 Uhr, 2 Uhr nachts nach Hause gekommen. Und jedenfalls, ich hatte so ein Ereignis schon mal. Darüber wollte ich nämlich eigentlich Storytime machen und gestern ist halt noch
nochmal passiert. Diese Leute, die einen verfolgen. Ich hatte schon mal früher, habe ich so im Service gearbeitet, so Veranstaltungen. Und die Veranstaltungen gingen immer so zu Ende 1, 2, 3, 4 Uhr. Ich weiß nicht mal, an dem Tag war es auf jeden Fall schon nach 12 gewesen, als ich nach Hause gefahren bin mit der U-Bahn. Da habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt. Ich bin eingestiegen ganz normal. Ich war auch voll fertig von der Arbeit. Ich war auch gar nicht geschminkt so großartig. Ich war einfach so fertig. Es war so 9-Stunden-Schicht oder sowas. Ich war einfach fertig, setze mich hin und gegenüber von mir setzt sich so ein Typ hin und guckt mich die ganze Zeit an so. Ich bin so ein Mensch, ich traue mich dann teilweise manchmal gar nicht aufzustehen oder so, was eigentlich voll dumm ist. Aber ja, ich habe mich nicht getraut aufzustehen und ich saß halt einfach da und ich habe die ganze Zeit diesen Blick auf mir gespürt, was auch total widerlich ist. So, guck doch einmal oder zweimal, aber übertreib doch nicht, starr mich doch nicht so an. Jedenfalls hat er so die ganze Zeit geguckt und ich kannte den Typen von meiner Schwester her, also meiner großen Schwester, weil damals sie schon so erzählt hat, dass der Typ voll auf Schwarze steht und jeder Schwarzen hinterherläuft und so und was weiß ich was. Jedenfalls saß ich dann da und ich schwör euch Leute, er ist an meiner Station ausgestiegen, nur damit er mir folgen kann. Er wohnte auf gar keinen Fall dort. Sonst hätte ich ihn jemals irgendwie in dieser Area gesehen. Ich habe über 10 Jahre dort gelebt und ich habe diesen Typ noch nie in dieser Area gesehen, wenn er angeblich dort wohnt. Ihr kennt das doch so, wenn man so eine Area hat, man kennt die Leute irgendwann, die so in der Nähe wohnen oder in der Nähe halt so einkaufen. Naja, jedenfalls ist er ausgestiegen, also bin ich ausgestiegen und er ist so plötzlich auch ausgestiegen. Es war so ein auf, er wusste nicht so genau, wo ich aussteigen werde, also sieht er erstmal zu, dass ich aufstehe und dann steht er auf, um zu sehen. Und dann bin ich halt nach oben und er hat so Schritt gehalten, so mehr oder weniger, würde ich sagen. Und dann, wie war denn das? Ein bisschen her. Jedenfalls bin ich dann losgelaufen, weil die Bahn ist nicht so weit weg vom Wohnort, also von der Wohnung gewesen. Und ich bin dann so losgelaufen und ich merke auch einfach nur, ey Leute, ihr merkt das. Und wenn ihr ein Gefühl habt, dass jemand euch verfolgt, bitte, bitte vertraut da drauf und habt irgendwie Pfefferspray oder ruft jemanden an oder macht einfach irgendwas, also nicht chillen. Die Sache ist die, genau an dem Tag, ich hatte auch Kopfhörer drin, ich habe Kopfhörer drin gelassen, damit er nicht merkt, dass ich eigentlich schon mitbekomme, dass er hinter mir ist, weil die Schritte habe ich ja schon gehört. Ich habe einfach nur die Musik ausgemacht, ich habe einfach Pause gemacht und das ist auch sehr wichtig. Wenn ihr merkt, ein gutes Gefühl habt, hört nicht weiter laute Musik. Ich höre normalerweise richtig laute Musik. Ich habe sie ausgemacht und ich habe halt mitbekommen mit den Schritten, dass er hinter mir war. Und ich habe da auch schon Schiss bekommen. Und was ich immer gemacht habe, ich habe jetzt keinen Schlüssel da. Okay, ich habe meinen Schlüssel halt hier zwischen so genommen. Weil wenn was ist, kannst du dich wenigstens mit deinem Schlüssel wehren oder so. Oder mit dem Handy. Das Handy habe ich auch dann manchmal so genommen. Wenn irgendwas ist, versteht ihr, man macht, muss sich ja irgendwie dann wehren. Gerade bei einem Mann, wo man eigentlich nicht wirklich so die Kraft hat. Oh mein Gott, das war auch so ein schrecklicher Tag. Einer der Tage, also das ist mitunter ein Grund, warum ich auch nicht mehr Bahn fahre. Ich habe so ein richtiges Schrottauto und Benzin ist teuer. Aber ich fahre nicht mehr um die Uhrzeiten, also so wirklich abends Bahn, weil wir Frauen, wir haben es echt heutzutage nicht so einfach, weil es gibt Typen, die sind einfach nur psycho, die sind einfach nur abartig, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich dann verfolgt und irgendwann, da war so eine Bushaltestelle bei uns und da bin ich stehen geblieben. Da waren auch so Leute, zum Glück. Da bin ich irgendwie stehen geblieben und habe geguckt, ob er weiter Richtung zu mir läuft. Ist er aber nicht. Und daran, Leute, habe ich erkannt, er hat mich 100% verfolgt. Ist er nicht, weil erstmal ist er in dieselbe Richtung. Ich bin dann kurz bei der Dings, weil er konnte so nicht sehen, wo ich wohne. Und wahrscheinlich war es ihm zu peinlich, mich anzuquatschen, während da Leute sind. Dann habe ich mich so wannabe da so irgendwie hingesetzt gehabt so. Und dann auf einmal tut er so, als ob, und geht wieder zurück und geht wieder runter in die U-Bahn, in die Gegengesetzte wieder, um wieder zurückzufahren. Da war ich so, wow, also da war mir klar, mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Und ich habe mich nur da bei dieser Bahn hingesetzt, weil, wie gesagt, ich hatte das mitbekommen. Also bei der Bushaltestelle, nicht bei der Bahn, bei der Bushaltestelle, weil ich es mitbekommen habe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich weitergegangen und weil auch Leute halt dort waren. Oh mein Gott, das waren so die zwei mit gestern und dieses eine Mal, die zwei schlimmsten Momente, so wo ich so Schiss hatte, wo Leute mich verfolgt haben. Und Leute, früher, okay, es war so und so und so, aber heutzutage, ich weiß ganz genau und ihr müsst es wirklich auch wissen, gerade die Jungen unter uns, heutzutage die Männer und überhaupt Menschen sind so unberechenbar. Wenn ihr ein Gefühl habt, irgendwas ist, ruft die Polizei, ruft jemanden an, holt euch Pfefferspray, wirklich passt auf euch auf, seid nicht zu sehr abends allein unterwegs, allein in irgendwelchen Gassen oder sonst irgendwas, wirklich hardcore. Naja, Leute, das war meine Storytime. Habt ihr schon mal sowas
erlebt, jetzt gerade unter den Mädels, weil ich glaube, Jungs waren nicht wirklich verfolgt, außer von anderen Jungs-Gangs, die irgendwas euch abziehen wollen oder sonst irgendwas. Aber unter uns Mädels ist es euch schon mal passiert, dass ihr von irgendjemandem verfolgt wurde oder so auf eine Hardcore, so ein Hardcore-Style irgendwie belästigt wurde. Würde mich voll interessieren, kommentiert das gerne unten. Und noch einmal, bitte passt auf euch auf, weil es laufen zu viele Psychomenschen rum. Naja, Leute, das war's mit diesem Video. Kommentiert gerne unten und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos, Leute. Und dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Peace!